Hallo Leute, willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Im heutigen Video lernen wir die wichtigsten Verben der deutschen Sprache. Teil 3. Suchen hat gesucht. Mein Neffe sucht nach der Schule einen Ausbildungsplatz als Verkäufer. Mein Neffe sucht nach der Schule einen Ausbildungsplatz als Verkäufer. Ich habe überall gesucht, aber meine Brille ist weg. Ich habe überall gesucht, aber meine Brille ist weg. Finden hat gefunden. Um diese Uhrzeit finden wir sicher keinen Parkplatz. Um diese Uhrzeit finden wir sicher keinen Parkplatz. Meine Frau hat eine gute Arbeit gefunden. Meine Frau hat eine gute Arbeit gefunden. Bleiben ist geblieben. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Mein Sohn ist nach Deutschland gegangen und dort geblieben. Mein Sohn ist nach Deutschland gegangen und dort geblieben. Bringen hat gebracht. Morgens bringe ich Sarah in die Schule und Roma in den Kindergarten. Morgens bringe ich Sarah in die Schule und Roma in den Kindergarten. Ich habe meinen Wagen in die Werkstatt gebracht. Ich habe meinen Wagen in die Werkstatt gebracht. Bedeuten hat bedeutet. Ich bin krank. Das bedeutet, dass ich heute nicht arbeiten kann. Ich bin krank. Das bedeutet, dass ich heute nicht arbeiten kann. Seine Interesse an mir hat mir sehr viel bedeutet. Seine Interesse an mir hat mir sehr viel bedeutet. Besuchen hat besucht. Viele Touristen besuchen jedes Jahr diese Insel. Viele Touristen besuchen jedes Jahr diese Insel. Als ich im Krankenhaus gelegen habe, hat Mia mich nicht besucht. Als ich im Krankenhaus gelegen habe, hat Mia mich nicht besucht. Schmecken hat geschmeckt. Das Essen, das Mama gekocht hat, schmeckt gut. Das Essen, das Mama gekocht hat, schmeckt gut. Es war teurer, als ich gedacht hätte, aber es hat sehr gut geschmeckt. Es war teurer, als ich gedacht hätte, aber es hat sehr gut geschmeckt. Schreiben hat geschrieben. Die Eltern schreiben dem Sohn eine Entschuldigung für die Schule. Die Eltern schreiben dem Sohn eine Entschuldigung für die Schule. Ich habe dem Vermieter geschrieben, aber er hat noch nicht reagiert. Ich habe dem Vermieter geschrieben, aber er hat noch nicht reagiert. Spielen hat gespielt. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz Handball. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz Handball. Ich finde, unsere Mannschaft hat sehr gut gespielt. Ich finde, unsere Mannschaft hat sehr gut gespielt. Lernen hat gelernt. Meine Muttersprache ist Polnisch. Und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Muttersprache ist Polnisch
und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Kinder haben sehr gut Deutsch gelernt. Meine Kinder haben sehr gut Deutsch gelernt. Zeigen hat gezeigt. Der Bahnhof ist nicht weit. Ich zeige Ihnen den Weg. Der Bahnhof ist nicht weit. Ich zeige Ihnen den Weg. Markus hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Markus hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Kochen hat gekocht. Tom kocht besser als seine Frau Maria. Tom kocht besser als seine Frau Maria. Dieses Essen habe ich speziell für dich gekocht. Dieses Essen habe ich speziell für dich gekocht. Beginnen hat begonnen. Nächste Woche beginne ich mit der Prüfungsvorbereitung. Nächste Woche beginne ich mit der Prüfungsvorbereitung. Ich habe vor 4 Jahren mit dieser Arbeit begonnen. Ich habe vor 4 Jahren mit dieser Arbeit begonnen.